Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Mein Name ist Roland Kunz. Ich habe mich schon mal fein angezogen für diesen Morgen hier. Die Deutsche Radiophilharmonie spielt heute für euch. Jetzt fehlt nur noch einer. Das ist heute unser jetziger Chefdirigent Karel Marc Chichon, ein Brite. Walzer, das ist heute unsere Erlebniswelt. Walzer, Dreivierteltakt, unglaubliche Melodien, der Kaiser, aber auch der Untergang. Aber alles der Reihe nach. Ein 19-Jähriger sitzt in seiner Tanzkapelle in einer Vorstadt von Wien vor ungefähr 170 Jahren. Sein Vater dirigiert. Der Vater heißt Johann Strauss. Und dieser Junge, er entscheidet, als der Vater sehr jung stirbt, dass er die Tanzkapelle übernimmt, denn das ist ein Hit, die Leute strömen zu dieser Tanzkapelle und er, der stolze Wiener, er heißt auch Johann Strauss Sohn eben, und er denkt, das ist ein bisschen langweilig, wenn ich immer wieder dieselben Polkas und Galopps mache, ich will meine eigenen Walzer schreiben und meine eigenen Melodien, die sofort im Ohr hängen bleiben und die schon das Drehen in sich tragen. Was er da komponiert hat, das habt ihr gerade gehört, das war schon mal ein erhabener kaiserlicher Walzer, wirklich. Der Kaiserwalzer von Strauss, ein erstes Thema von Johann Strauss, der die Berühmtheit von seinem Vater sehr schnell bei weitem übertreffen sollte und unglaubliche Walzer komponieren sollte, wie zum Beispiel auch An der schönen blauen Donau oder Wiener Blut oder diesen Kaiserwalzer. Jetzt ist die Frage, wie kam es zu diesem Kaiserwalzer? 1889, Strauss war gerade schon 65 Jahre alt, wurde er, der Wiener, nach Berlin eingeladen. Und in Berlin war ein neuer Königsbau eingeweiht worden. Er sollte dort dirigieren. Als Mitbringsel hatte er einen neuen Walzer im Gepäck, auf dessen Titelseite später im Druck die österreichische Kaiserkrone abgebildet war, eben der Kaiserwalzer. Aber er hatte auch eine Überraschung für die Berliner und deren Kaiser Wilhelm II. Und ihr müsst euch das vorstellen, das war wie heute hier, die im Königsbau haben da gesessen, auch auf ihren Plätzen und waren sehr gespannt, was kommt da jetzt. Johann Strauss, der Walzerkönig, wird jetzt seinen neuen Walzer dirigieren. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und er hebt den Dirigierstab und fängt mit seinem Walzer an. Da kann man zählen, wie man will, ja? 1, 2, 3, das haut irgendwie nicht hin. Das ist nämlich ein Marsch. Und weil der Mensch zwei Beine zum Marschieren hat, ist das ein Zweiertakt. Jetzt ist die Frage, wieso macht Strauss so etwas? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er wollte augenzwinkernd den Berlinern zunächst mal einen Marsch bieten, weil das ja die strengen Preußen waren, die gerne marschierten. Oder, zweite Lösung, er wollte den prachtvollen Einzug der Tänzer in den Ballsaal beschreiben mit einem Marsch. Und wenn wir mal bei der Version bleiben und weiterverfolgen, was passiert, dann sehen wir, dass da eine sehr schöne Szene inszeniert wird. Ein kleines Signal erklingt und dann hören wir mal weiter, was passiert.
Tänzer kommen in den Ballsaal. Sie kommen immer näher. Es erklingt eine erste Melodie, die klingt wie ein Walzer, aber ist noch ein Zweiertakt. Die Tänzer sind angekommen, sie richten sich ein, zwei Reihen stehen sich einander gegenüber. Die Damen stellen sich vor, die Herren. Einer löst sich und gibt das Zeichen für den Walzer. Jetzt beginnt der Tanz. Das sind die genialen Melodien des Johann Strauss. Wie macht er das? Wie ist eine Walzermelodie aufgebaut? Wie kann sie zu solch einem Renner werden? Wenn wir das mal genau betrachten und uns mal die ersten Violinen, die hier sitzen, anhören, dann können wir sehr schön sehen, dass das nach einem bestimmten Muster geht, und zwar immer nach einem geradtaktigen Muster. Vier Takte plus vier Takte und dann nochmal vier plus vier sind 16 Takte. Ein großer Bogen, den Strauss über eine Melodie wirft. Und wenn wir uns das genau anschauen, können wir das auch ein bisschen auseinandernehmen. Das Walzerthema. Jetzt die nächsten vier Takte, einen halben Takt höher. Und nochmal vier Takte. Etwas verändert. Und jetzt der Höhepunkt der Melodie. Und die Rückführung. 16 Takte, ein Bogen, unglaublich. Und das immer wieder. So baut er die Walzermelodien auf. Und dann geht es weiter mit dem typischen Walzertakt. Da gibt es ja die M-ba-ba, den schweren Punkt auf der 1, der den Schwung gibt. Und dann die beiden Abschläge, das nennt man in Wien die Nachfliegen. Und so entsteht dieser ganz typische 1, 2, 3 Walzertakt. Naja, das war abyssal akademisch und streng. So machen die Wiener das nicht. Das steht zwar da so, aber die machen das anders. Und zwar, die Eins stimmt, aber dann die erste Nachfliege, die kommt etwas früher und die zweite etwas später. So fängt das Ganze plötzlich an zu schaukeln und zu schweben. Das ist der Wiener Walzer. Merkt ihr,
wie das anfängt, das war dieselbe Stelle. Und wenn jetzt noch eine geniale Melodie dazu kommt, da 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 ba, ba, das sind schon Kreise, da 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 die und so weiter, ja. Zwei Takte, eine Drehung, 16 Takte, 8 Drehungen für die Tänzer, 70 Takte, 35 Drehungen, bei 80 Takten wird es einem schlecht. Also jetzt hören wir noch genau das mit der Melodie. Nun war das zu Strauß-Zeiten so, dass so ein Walzer wie der Kaiserwalzer nicht nur aus einem Walzerthema bestand, sondern da wurden 4, 5 Walzer hintereinander geschaltet und am Ende die schönsten Walzermelodien nochmal wiederholt. Und dann hat jeder Walzer doch etwas ganz Besonderes. Zum Beispiel der Walzer 2 jetzt, der angehängt wird, der geht in eine andere Tonart und hat ein bisschen melancholischen Charakter. Aber bevor da Melancholie aufkommen kann, ist es die kleine Trommel, die das nochmal in die Fröhlichkeit hineintreibt. Und dann folgt ein kurzes Innehalten für die Tänzer. Das sind nur so 4 Takte. Ein Trompetensignal erklingt. Das heißt für sie, ein anderer Walzer muss jetzt getanzt werden. Und dann geht es ein wenig ab. Dann kommt die kleine Trommel, die das Ganze antreibt. Und am Schluss auch noch die große Trommel. Die Celli und die ersten Violinen werden ein sehr süffiges Walzerthema ausbreiten über dem ganz bekannten Walzertakt. Ja, und dann am Schluss die dicke Trommel, die nochmal die 1 betont, aus der der Schwung herausgenommen wird. Hier der dritte Walzer. War der dritte Walzer. Ich glaube, ihr habt das jetzt kapiert, wie das läuft. Geniale Melodien, Ohrwürmer, immer so nach einem gewissen Schema, 2, 4, 6, 8 taktig aufgebaut und das Ganze mal beschleunigt, mal ausgebremst. Eine unglaubliche Raffinesse, die Johann Strauss da reingesteckt hat. Und die Leute waren damals wie elektrisiert von diesen neuen Walzer, die auch verpönt waren. Zum Teil wurde dagegen ganz heftig gewettert, weil man die nackten Knöchel oder die freien Knöchel der Damen sah oder unzüchtige Berührungen am Becken stattfanden. Das hat man damals nicht erlaubt.
Und Strauss war derjenige, der den Walzer zur Blüte gebracht hat, vor allem mit solch einem Walzer wie dem Kaiserwalzer, den ihr jetzt ganz hört. Einige von diesen Walzerketten habt ihr noch nicht gehört, die werdet ihr jetzt erleben, und zwar das in Gänze. Der Kaiserwalzer von Johann Strauss Sohn.
Jetzt wisst ihr, warum Strauss damals ein Popstar war. Er war ein Popstar in ganz Europa mit diesen Melodien. 30 Jahre später nur hat Maurice Ravel sein Werk geschrieben, La Valse. Und Maurice Ravel kennt ihr? Er hat uns unglaubliche Orchesterfarben geschenkt und er liebte Walzer, dieser Maurice Ravel. Er mochte sie. Und er wollte ein Stück schreiben mit dem Titel Wien. Und da gab es in Paris den russischen Impresario, Ballettimpresario Sergei Diaghilev. Und er hat ihm im Auftrag gegeben, ein Poème Choreographique, ein Ballettstück über Wien und seine Walzer. Ravel komponierte und Diaghilev sagte dann am Ende, untanzbar lehne ich ab. Die beiden wollten sich duellieren, aber das haben sie sein gelassen, waren aber ab dem Zeitpunkt Feinde und getrennt. Ravel bestand darauf, seinen Walzer, den er jetzt La Valse nannte, auf seine Art so zu belassen, wie er es gemacht hatte, nämlich als Film im Kopf. Ihr werdet hier sehr viel sehen, zum Beispiel direkt am Anfang. Wir stehen in der Ferne von einem Gebäude, es ist dunkel, es ist Nacht, es liegen Nebelschleier vor dem Auge, aber man hört in der Ferne, bom, 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 man hört, dass hier eine Tanzkapelle einen Walzer spielt. Man sieht ganz in der Ferne die großen Fenster des Gebäudes und irgendwelche Schatten in dunklen Instrumenten oder sich bewegende Silhouetten. Und wir kommen etwas näher und können diese Szene verfolgen. Eine etwas gespenstische Anfangsszene aus La Valse. Da wir etwas näher kommen, sehen wir mehr und wir hören auch etwas klarer und wir sehen, dass wir hier in einer kaiserlichen Residenz sind und in dem Ballsaal wird getanzt. In den Kontrabässen und den Klarinetten sehen wir, wie die Paare sich drehen. Da hören wir andauernd Drehfiguren. Und in den anderen Instrumenten, in den Bratschen und Fagotten, da schält sich langsam ein Walzerthema heraus. Also wir sind dicht dran an diesem Gebäude. Jetzt sind wir ganz nah dran und wir können erkennen mehr Bewegung, wir können auch schon etwas mehr Licht sehen und wir sehen jetzt die ganze Tanzfläche und dass hier im Überschwang getanzt wird. Das ist alles noch etwas dumpf und verschleiert, aber zwei Harfen setzen jetzt ein
schimmernden Glanzpunkt in das Ganze. Wir sehen dann plötzlich die Kronleuchter in all ihrer Pracht und wir haben mal die dunklen Orchesterfarben, werden wir jetzt verlassen und sehen, dass in den hohen Geigen zum Beispiel auch sich langsam das Walzerthema ausbreitet mit seinem Glanz und dem Lichterglanz der Kronleuchter. Wir sind da schon fast wieder bei Strauss, oder? Man ist drin, mitten in diesem Wiener Walzer. Und Ravel macht das sehr wienerisch, obwohl er natürlich weiß, dass er da in Paris keine Wiener sitzen hat in seinem Orchester. Und die wissen nicht, wenn da steht, bom, bam, bam, bom, bam, bam, dass man diese Nachfliegen etwas verzögern muss. Die Wiener würden das aus ihrer Tradition und ihrem Gefühl heraus sofort machen. Aber Ravel schreibt das so in die Partitur. Genau so, dass das wienerisch klingt, sodass das jedes Orchester auf diese Art und Weise spielen kann. Hört mal nur die Streicher mit dieser Art, mit der wienerischen Art, die Ravel hier rein komponiert in die Partitur. Wienerisch. Ravel ist fantastisch. Er kann das genauso nachmachen, wie die Wiener das auch zu dieser Zeit damals getanzt hatten, zur Strauss-Ära. Und jetzt etwas Bemerkenswertes. Jetzt folgen bei Ravel in La Valse einige Walzer. Wenn wir das mal genau betrachten, jetzt bei dem ersten Walzerthema ist es die Solo-Oboe, die wir hören. Es könnte sein, dass da der Blick auf einen einzelnen Tänzer gerichtet wird und dann nach dessen 16 Takten übernehmen die Geigen das Ganze, sodass man wieder die ganze Masse, sage ich mal, alle Paare sich drehen sieht. Und dann wieder die Solo-Oboe. Das ist sehr schön gemacht. Ein Film im Kopf, ein Hin und Her zwischen Solotänzer und zwischen den ganzen Paaren. Die Solo-Oboe. Jetzt die Streicher mit demselben Thema. Und die Holzbläser mit einem anderen Thema, mit der Antwort. Sechzehn Takte, jetzt wieder die Streicher.
Da haben wir jetzt schon mal einen Walzerteil erlebt, der ein wenig aus den Fugen gerät. Das überrascht. Der hat was Teuflisches. Das erinnert schon ein wenig an Walzertaumel. Und er steigert sich hinein und macht etwas Schönes. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, ein toller Effekt. Wenn man im Film sieht, wenn ein Testwagen im Windkanal steht, werden die Luftverwirbelungen sichtbar gemacht. Und das macht Ravel hier bei den Tänzern. Er macht die Luftverwirbelungen der Tänzer sichtbar, und zwar in den Celli und den Klarinetten. Wollt ihr mal hören? Auf jeden Fall hier, diese Verwirbelung. Celli. Und wenn jetzt hier noch ein sehr einfaches Walzerthema dazukommt, zu den sich drehenden Figuren, dann ist die Walzer-Seligkeit oder die Walzer-Empfindung perfekt, fast perfekt, könnte man meinen. Es ist auf jeden Fall ein Film im Kopf, den er hier auslöst. Man sieht die Tänzer. Und dann immer wieder diese drehenden Figuren. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass die Szene insgesamt greller wird. Glockenspiel, eine grelle Piccolo-Flöte, die dem Ganzen nicht nur Glanz, sondern etwas Irritierendes aufsetzt. Da fühlt man sich nicht mehr so ganz wohl in seiner Walzerhaut. Da wird aus dem Walzer ein Walzerunwohlsein zum Teil. Und Ravel macht das ja sehr geschickt, indem er hier die ganzen Instrumente auch plötzlich auffährt, und das sind Kanonenschläge, die man zum Teil empfindet, wenn die große Schlagwerkerriege dort hinten ihre Salven abzieht, ja, und dann hat man plötzlich auch das Gefühl, dass einem Fetzen an den Kopf geworfen werden. Man sieht das Fagott-Solo vielleicht noch gerade und die Harfen, die noch ganz kurz einen Glanz einsetzen, aber wir bekommen immer mehr Fetzen an den Kopf geworfen und fühlen uns nicht mehr wohl in diesem Anzug und die Luft wird etwas dick. Die Luft ist dick, es wird ein bisschen heiß in diesem Anzug. Der Kongress tanzt. Aber was ist daraus geworden? 1914 bis 1918 im Ersten Weltkrieg. Was ist daraus geworden?
aus der Nachkriegsordnung Europas. Europa hat sich abgeschlachtet. Ravel hat das miterlebt als Kraftwagenfahrer. Er hat die Bilder im Kopf. Und diese Walzerseligkeit, der möchte er eine Abfuhr erteilen. Er fährt das ganze Orchester auf, die Schlagwerkriege hinten, die Blechbläser, die vorne dran sitzen, von den Hörnern über die Trompeten, die Posaunen, die Tuba, dann die Holzbläser mit ihren Oboen, Klarinetten, Flöten und den Fagotten und den Bassfagott, dem Kontrafagott. Dann haben wir die beiden Harfen und die riesige Streicherbesetzung. Mit diesen Orchesterfarben lässt Ravel uns eintauchen in die Welt nach dem Krieg, in das, was den Walzertaumel zu einem Walzerunwohlsein und zu einem Walzeralbtraum macht. Zerbombt, irre, absurd, zerschlagen. Der nächste Teil, es spitzt sich zu, was Ravel uns hier vor die Füße wirft an Walzer. Eine kurze, schmerzvolle, sehnsuchtsvolle Erinnerung an bessere Zeiten. Gerade hier, der letzte Moment. Eines der ersten Walzerthemen, als alles noch gut war. Und was bleibt? Ihr werdet den Schluss jetzt gleich in der Gesamtfassung hören. Was bleibt, ist verbrannte Erde. Und jetzt die Ganzfassung. Am Anfang nähern wir uns durch den Nebel. Wir sehen, wie in dem Ballsaal getanzt wird, bis zum Schluss, bis zur Katastrophe, bis zum Untergang. Ravel, La Valse mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Karel-Marx Chichon.
Ravel La Valse mit der Deutschen Radiophilharmonie unter Leitung von Karel Marc Chichon. Kommt immer wieder, hört gute Musik. Walzer.